Heute habe ich einen besonderen Power-Tipp für dich. Diese Technik, diese recht einfache Technik, die wirkt gleich dreifach. Und zwar, die wirkt auf unseren Körper, sie wirkt auf unseren Geist und sie hat Auswirkungen auf das, was in dein Leben fließen wird. Und du wirst staunen, wie das perfekt funktioniert. Und ich bin schon gespannt, ich bin schon neugierig, ob du dich das traust. Bin echt neugierig. Bevor wir jetzt zur Technik selber kommen, sie wirkt auf körperlicher Ebene, diese Technik. Das heißt, wenn wir das regelmäßig machen, nachher verstärken wir unser Immunsystem. Und ein gutes und starkes und gesundes Immunsystem hat circa 1,5 Kilo. Und das Immunsystem der meisten Menschen hat gerade einmal ein Drittel von dem. Das heißt, wenn wir ein gutes und starkes Immunsystem haben, nachher können uns Viren oder Krankheiten von außen nichts anhaben. Und wir haben mehr Energie im Alltag. Und nicht nur das. Es gelingt viel leichter abzunehmen, weil die Fettverbrennung im Körper verstärkt wird. Das wirkt auf unsere Schilddrüse. Unsere Schilddrüse hat mehr Freude mit uns. Der Blutkreislauf freut sich. Wir haben eine höhere Stresstoleranz. Der Schlaf verbessert sich. Und wir sind nicht mehr so kälteempfindlich. Und das sind nur einige der körperlichen Auswirkungen, was diese Technik bewirken kann. Und ich mache das selber seit einiger Zeit und es ist jeden Tag ein absoluter Kick für mich. Und jetzt die Technik selber, bevor wir uns noch die zwei anderen Wirkungsbereiche anschauen. Wenn du in der Dusche drinnen stehst und du duschst so fein, angenehm, warm und es ist alles so gemütlich und so fein, trau dich, scheiß dir nichts. Nimm den Hebel und stell nach rechts. Also bei mir ist es rechts kalt. Und diese Kälte, was wir dem Körper nachher zuführen, die bewirkt eben auf körperlicher Ebene, dass unser Immunsystem hochfährt und dass unser Körper anfängt zu arbeiten. Und einige der Auswirkungen haben wir ja zuerst besprochen, aber eben auch auf geistiger Ebene. Das heißt, wenn wir diese Kälte zuführen oder zulassen, dann wirst du merken, da kommt so eine innere Abwehrreaktion. Nein, das ist zu kalt. Nein, das will ich nicht. Und diese inneren Widerstände, das sind intensive Blockaden in unserem System. Weil wir haben ja sehr viele Widerstände zu vielen Dingen. Das heißt, was wir alles nicht wollen. Dies nicht, jenes nicht, das andere nicht, das auch nicht. Und das, was jetzt ist, gefällt uns auch nicht, wollen wir auch nicht. Und das blockiert unser System. Und mit diesem Kältetraining können wir lernen, unsere Widerstände zuerst einmal anzunehmen, dass sie da sind. Und nachher können wir sie einfach einmal so ein bisschen überspielen und sagen, komm, und jetzt einfach kalt. Und ich dusche jeden Tag kalt und beobachte das immer selber und lasse es einfach zu. Und diese Kälte anzunehmen, da baut man auch die anderen Widerstände ab. Weil ich merke auch im Gespräch, wenn es vielleicht einmal kompliziert ist mit jemandem, dann habe ich nicht mehr so viele Widerstände drin. Ich denke mir nicht mehr, na komm, mach ich diese Blödsinn, na komm, und da müssen wir weiter und das ist doch anders und das muss ich erklären und rechtfertigen. Du lässt nachher die Dinge viel leichter passieren. Die gehen nachher durch die durch. Das ist nachher überhaupt kein Thema mehr für dich. Unsere Schwingungsfrequenz erhöht sich durch das Kältetraining, weil sich die inneren Widerstände abbauen. Der innere Schweinehund, der wird komplett klein. Das heißt, Dinge, die was man vorher immer mit viel Diskussionen gemacht hat, die macht man jetzt einfach. Zum Beispiel, jemand hat mir erzählt, es war für sie immer also ein bisschen eine Challenge, joggen zu gehen. Nein, ich mag heute nicht. Und nein, vielleicht morgen, nein, vielleicht übermorgen. Und jetzt geht sie einfach durch dieses Kältetraining. Also das hat ganz, ganz tolle Auswirkungen. Und wenn sich die Schwingung erhöht, und wir leben ja alle auf dieser schönen Welt, und da gibt es eines der vielen Naturgesetze, das heißt Resonanz. Das heißt, wenn sich unsere Schwingung erhöht, nachher ziehen wir andere Dinge in unser Leben, und zwar vollautomatisch. Wir sind mit ganz anderen, mit angenehmeren, mit schöneren Dingen nachher in Resonanz, als wie wenn wir noch eine weniger hohe
Schwingung haben. Das heißt, so wirkt es geistig und auf Dinge, die was uns zufließen. Und der dritte Bereich, dieses Kältetraining, bewirkt, dass unser Körper, unser Geist und unser gesamtes System eine natürliche Resilienz bildet. Das heißt, diese natürliche Abwehrkraft gegen Angriffe von außen, gegen Dinge, die was von außen auf uns zukommen. Und zum Beispiel Negativität von außen, Menschen, die was negativ auf dich zukommen, das macht dir nachher nichts mehr. Weil du lässt das nachher einfach passieren, du lässt es durch. Du nimmst nachher nur so ganz unbewusst die Energie auf, aber das, was da an Negativität daherkommt, das nimmst du überhaupt nicht wahr. Das ist für dich kein Thema mehr, weil die Schwingung erhöht wird. Und das machst du selber durch dieses Kältetraining. Und ich mache das jetzt schon seit einiger Zeit und ich möchte es nicht missen. Nicht einmal am Samstag oder am Sonntag. Ich mache es immer. Und das ist wirklich faszinierend. Und das ist jeden Tag wieder eine kleine Challenge, sich zu trauen. Diesen Kick sich zuzuführen. Und am Anfang, wie gesagt, kommt ein kleines aber es kommt immer weniger. Und irgendwann lässt es einfach zu. Und der Körper fängt an arbeiten, der Geist arbeitet, das geht alles unbewusst. Und du ziehst ganz andere Dinge in dein Leben, und zwar vollautomatisch. Und das liebe ich. Einfache Dinge mit hoher und großer Wirkung. Das ist das, was die Natur spielt in allen Bereichen. Und ich wünsche dir, dass du dich traust. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, nachher hast du es vielleicht schon mal probiert. Trau dich. Scheiß dir nichts, passiert dir nichts. Wir sehen uns. Vierti Servus, mach's gut.